Moin moin YouTube, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Pixelmon. Und ich habe gleich mal einen Namensvorschlag für uns alle. Und ich kann ein paar Themen ansprechen, die ihr mir fleißig in die Kommentare geschrieben habt, denn was ihr mir in die Kommentare schreibt, beantworte ich im Normalfall auch. Zuerst können wir mal ganz kurz heilen. Was ich glaube ich gar nicht brauchte, ne? Ist auch egal. Ist egal. Ja. Aber okay, ich kann das Thema ganz schnell ansprechen. Und wenn ich eh überlaufen muss zum anderen Ding. Denn das, ich habe einige Themen für diese Folge, das ist schön. Und zwar wurde ich gefragt, wann die Folgen kommen. Ich habe das im Kommentar zwar schon beantwortet, aber noch nicht komplett. Und um die Frage abschließend zu beantworten, machen wir es jetzt einfach so. Oder mal zu beschreiben, wie ich diesen Kanal quasi handle. Ich nehme dann auf, wenn ich Lust auf irgendwas habe. Und wie jetzt zum Beispiel gerade auf Pixelmon. So, mein Mikrofon schickt mal schon weg. Wie jetzt gerade auf Pixelmon zum Beispiel. Und wenn ich dann zwei, drei Folgen davon aufgenommen habe, dann lade ich die normalerweise auch immer relativ zügig hoch. The fuck. Relativ zügig hoch und also das heißt, ich habe nicht wirklich eine so eine feste Basis, wie ich die hochlade, sondern vielmehr, wenn ich welche habe, lade ich sie hoch, wenn nicht, dann nicht. Und ich versuche so 4 bis 5 Videos, vielleicht 6 Videos die Woche zu bringen. So, ich sollte das gerade alles umbenennen. Und zwar hat sich dafür jemand den Namen geschnappt, dessen Name ist. Ich kann gleich mal gucken. Genau so. Dass ich das eher ein bisschen groß scheinen würde. So, Efe-chan, denke ich mal. Wunderbar. Hatte ich das letzte Folge noch umbenannt? Ja, wundervoll, hatte ich. Desto trotzdem nehmen wir Garados erstmal nicht mit. Wir bleiben hierbei. Das wird entwickelt. Elektra können wir dabei behalten, Gehüxe können wir dabei behalten. Der Rest ist eigentlich alles ganz safe. Wobei, ich nenne mal Morabel um. Und zwar in meinen Namen. Einfach damit es quasi da ist. Und zwar heiße ich ganz seltsam. Zack. Nice. Das ist mein Real-Life-Name jetzt, ne? Also wie gesagt, so ist dann etwa mein... Irgendwie ein bisschen ruckelt das, ne? Das ist ein bisschen mein Upload-Schedule. Also es gibt quasi kein Upload-Schedule. Mein Upload-Schedule ist, dass es kein Upload-Schedule gibt. Und ich glaube, das ist auch... Ich sag mal so, wenn ich damit tatsächlich professionell Geld verdienen würde... etc., was ich nicht tue, weil mir das Ganze mit der Lizenz ein bisschen am Sack geht und ich nicht wirklich Bock auf ein Netzwerk habe, zumindest nicht die, die sich einem in dem Segment anbieten. Dann ist das was anderes. Dann sehe ich das auch ein, dass ich jeden Tag ein Video oder 2 oder 3 machen müsste, oder sollte. Wollte ist das bessere Wort. Und was machen wir jetzt eigentlich? Wir wollten Chiki trainieren. Und deshalb werde ich es erstes Mal so handhaben. Dann habe ich Dark Vision wie Senior. Zu stark. Mit Abstand zu stark, aber das Standbild, cool. Der Schnurrbull ist gut. Squirtle. Ist es. Watergun. Macht aber wenig Schaden. Was macht Withdraw eigentlich? Achso, es increase. Ah, okay. Ich stehe. Squirtle. Ja, und das fickt uns gerade ein bisschen weg, das finde ich nicht so toll. Alter, Snowball, relax mal dein Leben. Ja toll, können wir jetzt zurücklaufen eigentlich. Wobei, ne, wir könnten einfach das nach vorne nehmen. Das ist zu hoch vom Level her. Das nächste Thema hat was mit dem Ruckland zu tun, beziehungsweise hat eigentlich nichts, also es ist ein bisschen seltsam, dass es das damit zu tun hat. Ich glaube, das kann man hier irgendwo sehen, ne? Müssen wir nicht eigentlich einfach angezeigt bekommen, was für eine Grafikkarte man benutzt? Ach ja, genau, das ist, wenn ich Dings drücke, eine F3. Ja, ich glaube, da steht es irgendwo. Ich weiß nicht, wo es steht, aber... Ah, da steht es, ja. Ja, da steht es. Ich habe eine Grafikkarte. Und zwar hatte ich vorher eine Nvidia GeForce GTX 760. Ja, hatte ja schon so ein, zwei Jährchen auf dem Buckel. Und ich muss dazu sagen, dass ich mit der Karte an sich echt zufrieden war. Also über relativ lange Zeit war die echt ziemlich gut. War, also, obwohl sie damals nur eine obere Mittelklasse war quasi. Welches habe ich erwischt? Oh, ein 18er. Na, schaffen wir aber nicht. Es hat Tackle angesetzt, natürlich. So, du kannst ich habe gesagt, du kannst Karate und du kannst auch Karate. Und jetzt habe ich eine GTX 1070, also ich habe mir was gegönnt. Und die Karte, ich habe sie noch nicht ausgetestet, aber ich werde hier nach was aufnehmen, glaube ich, dass uns das Ganze mal austesten lässt. Level 16. Oh, hallo. Ja, Apfel, ich glaube, du entwickelst dich jetzt. Angebissener Apfel entwickelt sich. Nochmal, by the way, danke an alle Leute, die so fleißig Kommentare schreiben. Das ist wirklich spaßig hier zu erleben. Es macht wirklich Spaß. Yay. Nidorina. Angemessener Apfel wurde es Nidorina.
Sehr, sehr cool. Wo waren da... Entschuldigung. Das ist wichtig. Ich muss mal gucken. Ich glaube, man hat's gehört. Wo ist das Dorf? Ich bin verwirrt. Oh Gott. Achso, wie sehen wir? Nichts Gefährliches. Das sieht mir nach Dorf aus. Wie lange ist man dabei? So, aber wir müssen auf jeden Fall mal heilen. Heilige Scheiße wohl eher. Ich kann jetzt nochmal drüber reden. Ich habe das letzte Folge schon mal angerissen oder vorletzte Folge. Dass dieses Projekt so gut läuft, hätte ich irgendwie nie gedacht, weil das ist voll aus so einer Laune von mir heraus entstanden, weil ich Pokémon Go gerade gespielt habe, was ich schon Ewigkeiten nicht mehr getan habe. Ja, Niantic, ihr habt so jetzt so gut machen können. Naja. Egal, das Thema haben wahrscheinlich schon tausende YouTuber 20 Mal durchgekaut. Ist auch egal. Oh, falsches Dorf, nice. Weil sonst würde hier der Glowstone fehlen. Aber nicht so schlimm. Ich hab doch Skarmory, ich kann doch rumfliegen und gucken, wo das Dorf ist, ich Idiot. Wozu haben wir den Panzer Aeron? Was soll ich jetzt sagen? Achso, ja, das ist eigentlich auch nur so aus einer Laune heraus entstanden und eigentlich hatte gar keinen Hintergrundgedanken so. Umso mehr freut es mich, dass dieses Spiel so gut bei euch ankommt. War das da? Wisst ihr das noch? Ich glaube, das war nicht da. Doch, das war da. Das ist groß. Das ist da. Oder? Nee, das war nicht da. Scheiße. Oh Mann! Meine Orientierung ist einfach so echt die von der Fliege an einer Fensterscheibe. Das da? Das ist zwar auch so ein... Nee, ist auch nicht doppelt. Sag mal, willst du mich eigentlich trollen jetzt hier oder was? Das? Das sieht richtig aus. So, nicht wieder Linksshift drücken. Deathwing, das ist nicht gut. Wollen wir mal hier hochhüpfen? Mal gucken, ob es überhaupt ist. Mir schwant nämlich wieder Böses. Ah ne, das ist süß. Glaube ich, oder? Ledwig. Geh weg, Ledwig, du machst mir Angst. Irgendwo müsste unser PC stehen. Ja. Sehr cool. Oh ne, da kann ich auf dich aufbleiben. Gehen wir hier ein bisschen zum Wasser runter. By the way, immer noch nicht, guck mal die. Was ist das denn? Was ist das denn bitte? Oh nein, das ist dieses andere Ding wieder. Dessen Namen ich nicht weiß. Warte, was steht da? Boah, Alter, wie delayed ist denn die Maus? Ich möchte seinen Namen nicht sehen. So Rock. Ja. Cooles Ding. Definitiv zu stark für uns. Oder von Zeichen. Oh, dann kommst du mal wieder nach vorne, Schigileinchen. Ich versuche mal nochmal zu entwickeln, diese Folge. Weil ich das vermutlich nicht im Wasser machen sollte, sondern vermutlich eher irgendwo, wo es Feuerwesen gibt. Oder irgendwas, was einfach gar keinen Type-Advantage auf irgendwas hat. Das können wir kurz wegmachen. Mit höhere Defense und es ist weg, sehr schön. Und Level 14, wundervoll. Nächstes Pokémon. Das ist jetzt okay, irgendwann wird es zu low-levelig. Pipitus. 45. Ach komm, wenn du immer vor mir rumläufst hier. Geneko, komm her. Lauf doch nicht weg, Geneko. Lauf nicht weg. Das hat mich identifiziert. Sengo wird zu stark sein. Level 11. Geh weg. Tut mir sehr leid. Ich muss mal gucken, das ist eigentlich tatsächlich wichtig. Wenn wir das besiegen, ist es auf jeden Fall gut XP. Aua. Mortar Gun. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich hätte mal Blubber nehmen sollen eigentlich. Aber das war gut, das bringt viel Erfahrung. Wir versuchen nochmal einen Trainer, warum das Game wieder abstürzt. Squirtle! Level 6. Watergun, sehr schön. Watergun. Sehr schön. Gewonnen. Und Pokédollar bekommen. Yay! Level 5, ich werde auch noch weg. Gewonnen. Gewonnen. Oh, Mankey, cool. Squirtle! Das hat zurückgegriffen, angegriffen.
80 Pokédollar. Bloß nicht zu viel. Nee, zu hoch. Zu hohes Level. Oh, cool, Ursaring. Auch zu hohes Level. Noch was? Bist du? Ich kann mir noch schaffen, noch ein bisschen leben. Watergun, Watergun. Sehr schön. Gehen wir ganz kurz heilen, sonst werden wir gleich down. So, alles überhüpfen hier einfach. So frech wie wir sind. Ich hoffe heute, glaube ich, eine Folge aufzunehmen. Ja, ich muss noch mal. Oder wir können mal gucken, wenn es nämlich Kai ist, könnte ich das vorher vorlesen. Mal gucken. Nein, weiß ich nicht. Es kann eigentlich nicht Kai sein. Das. Dafür ist es schon ein bisschen zu spät. Oder beziehungsweise zu früh. Je nachdem, wie rum man die sieht. So, das Radfahrzeug habe ich jetzt auch nur deswegen angegriffen, weil es einfach neben uns steht direkt und ich quasi direkt wieder ins Pokécenter gehen kann. Nachdem es down ist. Weil Radfahrzeug bringt ja nun mal nicht so viele Erfahrungspunkte, ist ja logisch. By the way, wenn ihr noch einen Namenswunsch für ein Pokémon habt, schreibt ihn mir in die Kommentare und ich werde ihn beherzigen. Wie ihr seht, ist mein ganzes Team quasi mit Namen bestückt, außer Shiggy und Panzer Iron. Panzer Iron ist ja quasi eh nur ein Platzhalter im Moment, aus dem einfachen Grund, dass es quasi das einzige Pokémon ist, das eben fliegen kann. Macht mir jetzt ziemlich viel Schaden, das finde ich ein bisschen frech. Hyperfang auch noch. Und das Glutex war wieder dran. Was ist da unten? Ach, ein Sengo. Ein Sengo ist es gewesen. Ich muss nochmal das Shiggy heilen. Weil ich möchte noch einen Shilock haben, diese Folge. Boah, ich dachte kurz, es wäre Evoli. Das ist nur ein Teddy. Teddy-Dings. Weiß es noch. Teddy Ursa? Ja. Wäre irgendwie Teddy Ursa und. Kramux war das gerade. Wir haben ja nicht irgendwas mal in unserem Level hier, das wir nochmal wegnaschen könnten. Gut, vielleicht. Okay, wenn es so abgeht, dann nicht. Ja, 53. Ich sag mal so, nö. Ein 20er Traumato ist auch nicht so das wirklich wahre. Sind da zwei ineinander? Naja, das sind zwei hintereinander, zwei Visos, Visenios. 23. 36. 18, könnte man schaffen. Warum so klein ist das nicht, wollte ich gerade sagen. Watergun. Oh Gott, Watergun macht wenig Schaden, das ist nicht gut. Oh, es macht aber auch wenig damit. Oh nein, es hat Rap eingesetzt. Oh, ist das gemein. Okay, dann machen wir das anders. Warte, dann machen wir das anders. Ah, ich kann es nicht wechseln. Ah, das ist jetzt tatsächlich äußerst ungünstig. Ja, dann machen wir das mal wieder. Dragon Rage. Oh cool, Level 18. Was ist aber nicht wirklich bei dem Problem, dass wir eigentlich unser Shiggy leveln wollten. Oder wollen, immer noch wollen, nicht wollen. Nicht in das Pokémon-Heiler. Ist nicht in das Pokémon-Heiler, warte, so scheiße, sag mal. Und ist hier links hin. Weiß es. Weiß, auf der anderen Seite der Stadt ist auch noch eins gewesen, aber das ist jetzt gerade egal. Schon wieder an einem Brunnen gefallen, immer. Immer wieder. Hallo, Schwester John. Fertig? Dankeschön. Sind wir auch zeitlich bald mal hier. Bald mal am Ende angekommen. Zu weit weg, welches Level hast du? 18er Driftloon. Zu weit, bleib stehen. Auch zu hoch. Ein Arbok. Was ist das, ein Jurob? Ne, ein Smetbolol, ein Jurob, ja, fast. Das ist Level 11, aber das ist eine hohe Entwicklung. Das könnte gute Erfahrung bringen. Ja, Watergun, ich glaube, das macht nicht viel Schaden, wenn ich Watergun benutze. Ich glaube, wir sind fast mit Tackle besser bedient. Ja, sind wir. Watergun, also, das hat nicht viele. Oh, es geht los. Biss nehmen wir für Tackle rein, auf jeden Fall. Jetzt kann ich mal lesen, was mir hier alles geschrieben wurde. Weil das sind mittlerweile schon drei Chats. Ach, guck an. Mein Chef hat so ein Motorrad zusammengebaut. Das ist nicht schön. Egal, der Rest ist allerdings nichts für euch. So, wir haben einen
Shillock. Das heißt, wenn jetzt einer von euch ein Shillock sein möchte und das Shigi nicht mehr so geil fand, dann kann er das jetzt sein. Und mit diesem. Und wie Jeremy Clarkson sagen würde, with this bombshell, verlassen wir diesmal diese Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir in den Kommentaren alles da, was ihr wissen wollt. Und bis dann. Tschüssi.